Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Goten, Folge 10. Letzte Folge haben sich die Westgoten unter Leovigild und Rekaret in Toledo konsolidiert. Was man jetzt über das westgotische Königtum an sich aber nicht behaupten kann. Heute beschäftigen wir uns mit der Krankheit der Goten. Also viel Spaß bei Mord und Totschlag. Im Jahr 601 starb Rekaret. Im 7. Jahrhundert entspannte sich die außenpolitische Lage des Reiches deutlich, weil die Merowinger mit ihren eigenen Bürgerkriegen beschäftigt waren und die Römer mit den Persern und dann mit den Arabern beschäftigt waren. Doch dafür brodelte es im Inneren des Reiches umso mehr. Rekarets Nachfolger wurde sein Sohn Juva II. Doch bereits nach 2 Jahren wurde er ermordet und die Dynastie war damit am Ende. Er fiel nämlich der Verschwörung um einen gewissen Witterich zum Opfer, wobei Witterich wohl von Teilen der Aristokratie gestützt wurde, die eine Dynastiebildung verhindern wollten, um eben ihre eigene Stellung dadurch zu stärken. Wie viel Unterstützung Witterich genau bekommen hat von Adel und Klerus und wie viele aber gegen ihn waren, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Auch über seine restliche Regierung wissen wir recht wenig, außer dass er sehr erfolglos gegen die Römer im Süden Spaniens gekämpft hat. Und dann, im Jahr 610, auf einem Festbankett, wurde er ermordet. Oh je. Und ist aber zumindest Rekaret eines natürlichen Todes gestorben? Ja, einer der wenigen. Das muss man festhalten. Genau. Aber keine 5 Minuten und schon 2 Könige ermordet. Jetzt wurde Gundemar zu seinem Nachfolger gewählt. Der hat es aber auch nur 2 Jahre gemacht. Wobei, auch wenn es seine kurze Herrschaft nicht vermuten lässt, er tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben ist. Jetzt, wenn du sagst, dass er gewählt wurde, was bedeutet das genau in diesem Zusammenhang? Also die gotischen Großen haben praktisch einen von ihren zum König gewählt. Also die westgotische Aristokratie hat einen König gewählt. Also anders als jetzt bei der Dynastiebildung zum Beispiel. Mhm. Doch bevor er gestorben ist, hat er noch im Jahr 610 ein königliches Edikt erlassen, wodurch Toledo zum Metropolitansitz erhoben wurde. Vorher war es nämlich nur ein Suffraganbistum von Cartagena, was aber jetzt zu den Römern gehörte. Das heißt, ein bisschen unpraktisch. Und dadurch wurde dann der Grundstein gelegt, dass Toledo, was ja eh schon die Hauptstadt des Westgotenreichs wurde, jetzt auch zum obersten Kirchensitz des Reiches wurde. Vielleicht kannst du uns noch erklären, was ein Suffraganbistum ist. Also es gibt normale Bistümer und es gibt ja diese Erzbistümer. Also das kennen wir ja auch, Bischof und Erzbischof. Und der normale Bischof sozusagen, das ist der Suffragan, beziehungsweise das Suffraganbistum. Und das Erzbistum ist das, was dem übergeordnet ist. Gundemar hatte keine Erben und wurde dann im Jahr 612 Sisebut König. Er war für einen germanischen Herrscher seiner Zeit ungewöhnlich gebildet und war auch mit Isidor von Sevilla befreundet und hat sogar eigene Schriften verfasst. Sisebut machte ebenfalls Vorstöße gegen die Römer, konnte sie jedoch ebenfalls nicht endgültig vertreiben, sondern hat stattdessen sich auf Friedensverhandlungen mit ihnen eingelassen. Auf die Art und Weise konnte er zwar die Römer ein bisschen zurückdrängen, musste ihn aber Cartagena lassen. Sisebut war auch sehr um das geistliche Wohl seines Reiches und der Kirche bemüht und er hat zum Beispiel Kleriker getadelt, wenn sie zu begeistert für das Theater waren oder aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten wollten. Und dann im Jahr 621 starb er. Ob an einem natürlichen Tod oder nicht, ist aber ungeklärt, denn es gab Berichte, dass er an einer Überdosis von Medikamenten gestorben ist, wobei es nicht klar ist, ob das jetzt ein Versehen oder Absicht war. Und was für Medikamenten hat man sich damals? Das weiß ich gar nicht. Ich hab nur Medikamente gelesen. Aber wahrscheinlich irgendwas Gestörtes, vermute ich mal. Euphemismus für Gift oder was? Sein minderjähriger Sohn, Rekaret II., überlebte ihn auffälligerweise nur um einige Tage. Und was auch interessant ist, Rekarets Mutter, also von Rekaret II., war die illegitime Tochter von Rekaret I.
und gleichzeitig Schwester des Schwiegersohns von Sisebut. Also man sieht, die komplizierten Familienverhältnisse gehen weiter. Und sein Nachfolger wurde dann der Dux Swintila. Swintila war ein Militär von Sisebut gewesen und errang auch als König militärische Erfolge. So ging er zum Beispiel erfolgreich gegen die Basken vor und eroberte jetzt auch endlich die letzten römischen Reste auf der Halbinsel. Dabei wurde auch Cartagena zerstört. Er erkor jetzt seinen noch unmündigen Sohn Ricimer zum Mitregenten. Den Namen kennen wir ja eigentlich schon, oder? Ricimer war ja auch ein Heermeister im Weströmischen Reich, auch Bote. Doch wurde dann, welche Überraschung, Swintila im Jahr 631 auf einem Adelsaufstand gestürzt. Und wieder scheint es den Aristokraten darum gegangen zu sein, eine Dynastiebildung zu verhindern. Denn sie haben ja gesehen, was macht er? Sofort seinen Sohn zum König krönen. Und stattdessen wollten die Aristokraten eben das Wahlkönigtum mit der damit einhergehenden starken Stellung des Adels erhalten. Und Kopf dieser Adelsverschwörung war ein gewisser Sisenand. Der war ein klassischer Vertreter der vornehmsten und mächtigsten Adelsgeschlechter, die eben die Macht des Königs begrenzen wollten. Er war Großgrundbesitzer in Septimanien und seine Familie besetzte viele hohe weltliche und kirchliche Ämter. Und gerade in Septimanien waren die Aristokraten sehr stark, weil dort die Siedlungsdichte der Goten besonders hoch war, weil man ja das Gebiet von den Franken schützen musste. Und eben dann mit Unterstützung des damaligen Frankenkönigs Dagobert zog Sisenand dann nach Zaragoza, wo er dort Swintila besiegt hat. Der hat dann daraufhin kampflos aufgegeben und wurde dafür am Leben gelassen. Und Dagobert erhielt als Dank 200.000 Solidi. Eine unblutige Affäre. Genau. Abgesehen von den Nein. Soldaten, die wahrscheinlich gestorben sind. Ja, ich wollte gerade sagen, da war eine Schlacht, die stattgefunden hat. Und Sisenand beruft jetzt das vierte Konzil von Toledo ein, unter dem Vorsitz von Isidor von Sevilla, um auf die Art und Weise auch die Unterstützung des Klerus zu bekommen. Und um sich jetzt auch endlich des Problems des Königtums zu widmen. Denn wir haben ja gesehen, ja, irgendwie ist die Nachfolge nicht ganz klar geregelt. Und mit dem König und den Vertretern aller Bistümer des Reiches traten auch die Magnaten, also die Großen des Reiches, zusammen. Und vervollständigt wurden sie durch weitere Laien, die wiederum vom Klerus ausgesucht wurden. Und das ist eigentlich schon eine interessante Entwicklung, weil normalerweise waren ja Konzilien reine Bischofsversammlungen mit vielleicht einigen kaiserlichen Vertretern, aber jetzt nicht so eine gemischte Gesellschaft, wie sie jetzt hier haben. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das jetzt dann die Norm von da an oder ist das eine Ausnahme? Im Westgotenreich wird es zur Norm. Und wir werden es auch später bei den Franken sehen. Dort merkt man auch eine immer stärkere Vermischung, weil Bischöfe weltlich immer wichtiger werden, aber immer mehr weltliche kommen dann auch in Synoden dabei. Das scheint sehr mittelalterlich zu sein. Und nachdem die kirchlichen Themen abgehandelt wurden, kümmerte man sich jetzt natürlich um das Königtum. Im Kanon 75, das heißt, man hat ziemlich viele Regelungen dort beschlossen, also im Kanon 75, legte man erstmals die rechtlichen Grundlagen des westgötischen Königtums fest. Der Kanon war dabei das Ergebnis der verschiedenen Interessen aller Anwesenden und gleichzeitig hatte Sisenand natürlich das Interesse, seine eigene Herrschaft sanktioniert zu bekommen. Die Magnaten wiederum wollten natürlich das Recht zur Königswahl verbrieft bekommen und einen Schutz vor königlicher Willkür. Und die Kirche wiederum wollte eine Konsolidierung des Westgotenreiches. Also man will Stabilität. Das Königtum wurde jetzt sakralisiert. Verschwörer und Usurpatoren verfielen jetzt der Exkommunikation und Könige wurden auf Gerechtigkeit und Frömmigkeit verpflichtet. Nutzten sie ihre Macht aber tyrannisch aus, wurden auch sie mit der Exkommunikation bedroht. Und wer hätte jetzt da die Exkommunikation ausgesprochen? Wäre das dann der Bischof von Toledo gewesen oder der Papst? Also praktisch meine Frage ist, wer ist der geistliche Gegenspieler des westgotischen Königs? Gegenspieler ist ein schwieriges Wort, aber es wäre der Bischof von Toledo gewesen, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch ein Konzil, das kommt, während der Papst zu weit weg ist, sozusagen. Also er ist es nicht so wichtig. Weil es gab auch Kommunikation zwischen
Toledo und Rom, aber bei solchen innenpolitischen Maßnahmen ist es vielleicht das heimische Episkopat, das dann aufgefordert gewesen wäre. Wobei, wir sehen ja, wie es sich weiterentwickelt. Erstmal wurde festgelegt, dass die Königswahl durch die Großen des ganzen Volkes sowie die Bischöfe zu erfolgen hat. Die Mitwirkung der Bischöfe war wohl ein Zugeständnis dafür, dass die Bischöfe auf dem Konzil dann auch Sisenland anerkannt haben. Aber gleichzeitig entsprach das auch ihrer tatsächlichen Wichtigkeit in Staat und Gesellschaft. Jetzt hatte Sisenland ein kleines Problem. Denn es wurde ja gesagt, man darf den König nicht stürzen, Usurpatoren soll exkommuniziert werden und so weiter. Er selbst hat aber ja auch seine Herrschaft durch Usurpation erlangt und hat damit auch natürlich auch seine Eide gebrochen, die er leisten musste auf den damaligen König, weshalb auch dieser Sturz illegal war. Und die Position des Konzils war nämlich, dass selbst ein ungerechter König nicht gestürzt werden durfte, denn das sei nur Gott überlassen. Beziehungsweise es folgte sozusagen dann die Exkommunikation, aber es durfte jetzt keiner kommen und sagen, Kopf ab für den König oder so. Und man hat sich jetzt so aus dem Dilemma gewunden, indem man darauf hingewiesen hat, dass Svintila ja selbst abgedankt hatte. Also nachdem er in einer Schlacht belegt wurde. Und dadurch ist es erstmals zu einem Umsturz gekommen, bei dem der König nicht ermordet wurde. Das ist ein Fortschritt. Ja, und dieser Fortschritt blieb sogar bis zum Ende der Westgoten erhalten. Okay. Und jetzt beginnt eine sehr dunkle Zeit. Zumindest was die Quellen anbelangt, denn im Jahr 635 endet die Gotengeschichte von Isidor von Sevilla, der eine ziemlich wichtige Quelle für uns war, und ein Jahr später sterben dann er und König Sisenand. Und damit versiegen dann fast alle schriftlichen Quellen. Und die waren schon vorher nicht so super zahlreich, aber jetzt ist es halt noch schwieriger, weswegen jetzt die Hauptquelle für die weitere Zeit vor allem Rechtsquellen werden. Deswegen werden wir uns auch jetzt viel mit weiteren Konzilien beschäftigen. Nach Sisenand wurde Chintila neuer König. Wir wissen aber nicht, ob er gewählt wurde, wie eigentlich das vierte Konzil von Teodor bestimmt hatte oder wie er sonst an die Macht gekommen ist. Aber wir wissen, er berief im Jahr 636 das fünfte Konzil von Toledo und im Jahr 638 das sechste Konzil ein. Also die Tatsache, dass wir vor allem die Konzile von ihm kennen, zeigen schon, dass diese Konzilsdokumente unsere Quellen sind. Und welche Überraschung, dort ging es um die Thronfolge, den Schutz des Besitzes der regierenden Monarchen und die Garantien für die königlichen Klientel. Die Beschlüsse des Konzils sollten die Streitigkeiten zwischen König und Adel beseitigen, die aufgrund der instabilen Besitzverhältnisse entstanden waren. Die Könige versuchten nämlich, während ihrer Herrschaft den Besitz ihrer eigenen Familien zu mehren und durch Konfiskationen oder Schenkungen oder an Bedingungen geknüpften Vergabungen ihre eigenen Anhänger zu bereichern oder ihre Gegner zu ruinieren. Gelangte dann eine neue Familie an den Thron, konnte diese natürlich versuchen, sich jetzt an den Besitz der Vorgängerfamilie zu vergreifen, und letztendlich war niemand jemals seines Besitzes sicher. Und das bot wiederum sehr viel Anlass zu neuen Verschwörungen und Umstürzen. Das erinnert mich an das Zitat, ich glaube von Hobbes, der Krieg aller gegen alle. Ja, das ist schrecklich. Und okay, was waren jetzt die Bestimmungen des sechsten Konzils? Die Voraussetzung für die Königswahl war die adelige und die gotische Herkunft. Das hier sieht man, dass die gotische Herkunft, was immer das auch heißen mag, immer noch wichtig war. Man durfte auch kein Kleriker sein oder von fremder Herkunft. Absprachen zu künftigen Königswahlen waren bei Strafe der Exkommunikation verboten und auch das Usurpationsverbot wurde jetzt wiederholt, denn es hatte ja vorher nicht geholfen. Und sollte der König einem Anschlag zum Opfer fallen, sollten die Täter vom Konzil verurteilt und vom Nachfolger des Königs gerecht werden. Die ehemalige Königsfamilie durfte ihres Besitzes nicht beraubt werden und ebenso durften die Getreuen des letzten Königs ebenfalls nicht einfach beraubt werden vom neuen König. Also das heißt, sie durften alle ihre Schenkungen behalten. Die Getreuen des Königs waren Vornehme,
die dem König in einem Treueid verbunden waren, und sie standen ihm beim Hof, bei der Regierung zur Seite und waren auch für seinen Schutz verantwortlich. Und jetzt sollte eben dieses Treueverhältnis der Getreuen institutionalisiert und auf das Königtum bezogen werden und nicht mehr auf die konkrete Person des Königs. Das heißt, man sieht ja eine gewisse Abstraktion vom König hin zum Königtum. Und bei schlechtem Verhalten hatte der König auch ein Einziehungsrecht, was Besitz anging, musste aber das eingezogene Land später wieder an andere Getreue geben. Ja, das heißt, er durfte es nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Das heißt, hier kann man auch indirekt den Beginn des mittelalterlichen Lehenswesens sehen, sowie das Entstehen des Feudalismus, weil er ja zwar Gebiete wegnehmen darf, aber er muss sie wieder hergeben und wegnehmen, hergeben und so weiter. Also es gehört ihm nicht ewig. Und kirchliche Schenkungen wiederum wurden von Chintilla für unwiderruflich erklärt, was natürlich seine Beliebtheit in der Kirche sehr erhöht hat. Und insgesamt auf den Adel bezogen hat er eine behutsame Politik betrieben. Das führte dann dazu, dass er seinen eigenen Sohn Tulga noch zu seinen eigenen Lebzeiten zum König wählen lassen konnte, obwohl das ja eigentlich genau den Regelungen des Konzils widersprochen hat. Und dann im Jahr, jetzt versuchen wir es echt immer wieder, dass wir es gerade verbieten. Die Vorteliebe. Ja, und dann im Jahr 638 starb dann Chintilla und sein Nachfolger wurde eben sein Sohn Tulga. Der regierte aber, welche Überraschung, nur kurz, bis zum Jahr 642, also 4 Jahre, und wurde dann wegen Missregierung gestürzt und zum Kleriker geschoren. Also das war dann ein Beispiel für einen legitimen Sturz. Schwer zu sagen. Also einerseits hat er natürlich seine Macht illegal bekommen, weil er ja einfach designiert wurde für Vorgänger. Andererseits war es prinzipiell immer verboten, jeden König zu stürzen. Und nachdem er aber schon 4 Jahre König war, ist eigentlich auch der Sturz gegen ihn irgendwie wieder verboten, weil ja nur Gott ihn irgendwie beseitigen darf. Also man sieht, die Konzilien sind nicht sehr effektiv. Und das heißt eben, die kirchlichen Beschlüsse, die diesen Dualismus zwischen Adel und Königtum moderieren sollten, waren gescheitert. Ziemlich offensichtlich. Aber der Amtsgedanke, also das Königtum als abstrakte Größe, und die Getreuen, die dem König zu dienen hatten, und die Bindung des Königs an das Recht, wurden wegweisend. Und jetzt schauen wir uns die Schreckensherrschaft von Hinderswind an. Er wurde zum Nachfolger Tulgas und regierte bis zum Jahr 653, also 11 Jahre, was schon überaus lang ist für westgotische Verhältnisse. Richtig. Und um einen lustigen Vorgeschmack zu bekommen, lese ich jetzt mal einen Ausschnitt aus einem Epitaph vor, das Eugenius II., der Bischof von Toledo, über den König verfasst hat. Also es war praktisch ein Schmähgedicht zum Anlass des Todes von Hinderswind. Und dieses Gedicht ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Also praktisch geht es darum, dass Hinderswind hier spricht. Also, Zitat: Schmachtet nach Gott, bringt ein trauriges Stöhnen hervor und sprecht für mich Elenden. Bitte verschone mich. Ich, Hinderswind, stets der Freund böser Taten, Vollstrecke von Verbrechen. Ich, Hinderswind, gewissenlos, schamlos, lasterhaft, unanständig, gehässig. Gutes habe ich nie gewollt. Stark war ich hingegen in allem Schlechten und habe alles begangen, was einer tut, der die Verworfenheit begehrt und nach Schlechtigkeit strebt. Ja, ich bin sogar noch schlimmer gewesen. Es gab kein Verbrechen, das ich nicht begehen wollte. In den Lastern war ich der Größte und der Erste. Hier kehre ich in Staub zurück, die ich das Königliche Zepter geführt habe. Oh je. Man sieht, ein schrecklicher Mann. Ja. Man sieht, er hat sich offensichtlich mit ziemlich vielen verscherzt. Also, was hat er denn angestellt? Also, er war bereits um die 80 Jahre alt, als er König geworden ist. Und dann für 11 Jahre. Ja, eine ziemliche Leistung. Das ist ganz ordentlich, ja. Und wie so viele vor ihm, wurde er durch eine Adelsverschwörung an die Macht gebracht. In seinem langen Leben hat er also die gotische Krankheit, also dass die Goten ständig ihre Könige gestürzt haben, vom Nahen sehen können. Und das war wohl der Grund für ihn, mit diesem Übel jetzt gründlich aufzuräumen. Also Hinderswind
hat jetzt physisch einen großen Teil des Adels, womöglich etwa die Hälfte, vernichtet. Und dieser Adel war nämlich zum Beispiel durch seinen Grundbesitz sehr autonom und auch widerspenstig, wie wir ja gesehen hatten. Chinderswind konfiszierte also ihren Besitz und übergab ihn an seine Getreuen an den Hof. Das heißt, es ging jetzt nicht um die Vernichtung des Adels an sich, sondern nur um seine Schwächung und der Begünstigung seiner loyalen Mitstreiter. Er verheiratete auch Frauen und Töchter der Hingerichteten, also von seinen Feinden, an andere Adelige, um auf die Art und Weise Familienverbindungen zu seinem eigenen Vorteil zu beeinflussen. Und gleichzeitig erließ er ein Verbot von Ehen unter Familienangehörigen bis in den sechsten Grad hinein. Aber das ist ja quasi alle. Ja, stimmt. Aber er war nicht dumm. Selbstverständlich in seiner Barmherzigkeit konnte er als König einen Dispens erteilen. Auf die Art und Weise konnte er dann Gebiets- und Machtkonzentrationen auflösen, indem er entsprechende Ehen aufgelöst hat, oder an anderen Orten Gebietskonzentrationen befördern, indem er einen Dispens erteilt hat. Und königliche Schenkungen an die Getreuen wurden jetzt von ihm für unwiderruflich erklärt. Die Gesetze gegen Verräter wurden dann im Jahr 646 auf dem 7. Konzil von Toledo bestätigt, was ja auch in der Vergangenheit so viel gebracht hatte. Es war aber auch bloß ein Drittel des Episkopats anwesend. Verräter wurden jetzt exkommuniziert, wobei nur der König diese Exkommunikationen aufheben konnte. Was eigentlich schon interessant ist, dass jetzt der König über Exkommunikationen bestimmen kann. Ja, warum hat das Konzil das akzeptiert? Es ist schwer zu sagen. Also einerseits kann man ja sagen, okay, es war ja nur ein Drittel anwesend. Und vielleicht ist es auch schon ein Signal, dass wenn man gegen den König war, dass man einfach nicht kommt. Denn ein bisschen Mut gehört wahrscheinlich dazu, dass du zum Konzil gehst und sagst, ich leiste Widerstand. Vor allem, wenn man bedenkt, wie Chinderswind in der Vergangenheit vorgegangen ist. Also womöglich war das Episkopat zu schwach oder ist ihm absichtlich ferngeblieben. Sie haben stattdessen an ihrem Gedicht geschrieben. Genau. Und auch hat jetzt Chinderswind in seiner Herrschaft Unfreie und Freigelassene in den Königsdienst aufgenommen, um auf die Art und Weise den adligen Einfluss auf die königliche Verwaltung zu beschränken. Genau betrachtet ist eigentlich keine der Maßnahmen von Chinderswind zur Stärkung der königlichen Stellung wirklich neu. Also Adelsverfolgungen gab es ja schon bei Leovigild, das haben wir letzte Folge gesehen, und auch, dass man sich auf die Kirche gestützt hat, war ebenfalls nicht neu. Auch Konfiskationen waren immer schon beliebt gewesen. Und selbst der Einsatz von Unfreien in der Verwaltung war eigentlich nicht neu. Aber, dass der König jetzt das gesamte Instrumentarium der ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, das war neu. Also er hat wirklich jeden Trick angewandt, um seine Stellung zu stärken. Und dann im Jahr 649 machte Chinderswind seinen Sohn Reckeswind zum Mitregenten, womit er dann wieder mal gegen die Bestimmungen zur Königswahl verstoßen hat. Der Grund dafür war wohl, dass er selbst schon Mitte 80 gewesen sein dürfte. Er war ja schon mit 80 König geworden und natürlich Hilfe bei seiner Herrschaft gebraucht hat. Aber er wollte wahrscheinlich auch blutige Machtkämpfe nach seinem Tod verhindern, die wahrscheinlich ziemlich sicher ausgebrochen wären, weshalb es darum ging, jetzt Vorkehrungen zu treffen, um genau das zu vermeiden. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte dann Chinderswind angeblich damit, für all seine Verbrechen Buße zu tun. Also mit 80 hat er sich entschieden, Bösewicht zu werden und dann mit 85 ist er Büßer geworden. Genau. Und Reckeswind hat wohl gesehen, dass er die Politik des Vaters nicht so ohne weiteres weiterführen konnte. Man hat ja gesehen, Chinderswind war nicht sehr beliebt. Und deshalb hat er selbst dann einen konzilianteren Ton angeschlagen. Er hat also ein weiteres Konzil einberufen in Toledo, das war dann das 8., um dort wichtige Dinge zu klären. Eingeladen waren diesmal auch Äbte und Hofbeamte. Der König hat seine göttliche Wahl betont, also doch wieder gewählt, und es ging jetzt auch darum, die Besitzstände aller politisch Verfolgten zu klären. Denn sein Vater war ja sehr fleißig gewesen. Man hat also beschlossen, dass der Besitz restituiert werden musste
und auch die Gefangenen freigelassen wurden. Auch warf das Konzil ein weiteres Problem auf. Man forderte, dass endlich zwischen königlichem Eigengut und Reichsgut unterschieden werden solle. Das Eigengut war der Besitz, den der König vor seiner Thronbesteigung hatte, während das Reichsgut all die Güter waren, die jetzt durch Steuern, Konfiskationen und dergleichen in den königlichen Besitz gekommen sind. Chinderswind wurde jetzt vom Konzil scharf verurteilt und es wurde beschlossen, dass all seine Konfiskationen als Reichsgut anzusehen seien. Das heißt, es musste auch wieder zurückgegeben werden oder umverteilt werden. Ja, das heißt, es durfte nicht einfach in einem Familienbesitz bleiben. Interessanterweise konnte Reckeswind nicht den scharfen Tonfall gegen seinen Vater verhindern. Und konnte auf die Art und Weise auch nicht seinen Vater aus den Beschlüssen des Konzils raushalten. Das Konzil legte dar, dass die vornehmste Aufgabe des Königs die Verteidigung der Untertanen sei. Und nicht mache die Person das Königtum, sondern die Übertragung der königlichen Rechte. Das heißt, man wurde jetzt nicht als König geboren, sondern man wurde König durch einen Durchlauf legaler Prozesse. Das wurde jetzt betont. Betont wurde auch das Prinzip der Königswahl. Reckeswind wiederum verbot in einem eigenen Gesetz nur irreguläre Machterhöhungen durch Aufstände, ohne weiter darauf einzugehen, was als rechtmäßiges Königtum gilt. Denn streng genommen war ja seine eigene Königserhebung ja auch illegal. Er wurde ja nicht gewählt, sondern einfach nur vom Vater bestimmt. Das heißt, es ist irgendwie schwierig. Viele Beschlüsse des Konzils gingen wahrscheinlich weiter, als Reckeswind es selbst beabsichtigt hatte. Und hier sieht man, dass die Kirche dieses Mal klar die Seite des Adels unterstützte, was wohl mit der Schreckensherrschaft von Chinderswind zu tun hatte. Und in den Konzilsakten wurden sowohl die Konzilsdekrete als auch das königliche Gesetz, das Reckeswind erlassen hatte, aufgenommen. Wobei sie sich eigentlich teilweise widersprachen, gerade in Bezug darauf, dass nur die Königswahl rechtmäßig ist. Und das zeigt, dass grundlegende Differenzen zwischen König, Kirche und Adel bestehen blieben. Und zwar konnte Reckeswind seinen eigenen Standpunkt in einem eigenen Gesetz behaupten, aber allzu zufrieden scheint er trotzdem nicht mit dem Konzil gewesen zu sein, weil das Konzil offensichtlich deutlich mehr beschlossen hatte, als er wollte. Und wahrscheinlich hat er deshalb bis zum Ende seiner Regierung im Jahr 672 kein weiteres Konzil mehr einberufen. Und nach Reckeswinds Tod wurde jetzt Wamba zum König proklamiert. Immer diese Namen. Dieser Wamba war am Sterbeort Reckeswind zugegen und wurde dann von den Anwesenden dort zum König bestimmt. Das Problem war, dass jetzt aber nicht alle Wahlbeteiligten anwesend waren, weshalb man Wamba erst gesalbt hatte, nachdem er nach Toledo zurückgekehrt war, wo dann noch das andere Wahlvolk da war. Und damit erfolgte der Herrschaftswechsel gemäß dem auf dem Konzil festgeschriebenen Regeln. Ich überlege gerade, ob es das erste Mal war. Ich würde es überfragen, ja. Man muss aber auch sagen, Reckeswind hatte keine Erben und er hat auch niemanden zum Mitregenten erkoren, was vielleicht ein bisschen geholfen hat. In Toledo angekommen, erhielt dann Wamba seine Salbung zum König, wobei diese Salbung zum ersten Mal sicher belegt ist. Und dadurch sieht man auch die Sakralisierung des Königtums. Die Kirche selbst hat aber dadurch keine zusätzliche Macht über den König erhalten. Dann im Frühjahr 673 machte sich Wamba zum Feldzug gegen die Basken auf und auf dem Weg dorthin erfuhr er von einem Aufstand in der Narbonensis, also Südfrankreich. Das ist auch das Gebiet, was ich vorher erwähnt hatte, wo sehr viele gotische Aristokraten waren, die sehr aufmüpfig waren. Wamba hat also jetzt den Dux Paulus mit einem Heer dorthin geschickt. Doch statt den Aufstand zu bekämpfen, stellte sich jetzt Paulus an seine Spitze und auch der Dux der Tarraconensis schloss sich ihm an, sodass sich der Aufstand zu einer Sezessionsbewegung ausgewachsen hat. Denn Paulus ließ sich jetzt zum König erheben und salben und schrieb dann an Wamba,
wobei er sich selbst als König des Ostens und Wamba als König des Südens bezeichnet hat und ihn zum Kampf um die Herrschaft aufgerufen hat. Ist dieser Brief noch erhalten? Das weiß ich gar nicht. Muss ich mal suchen. Ich kann nicht verstehen, dass der lustig ist. Ich werde mal nachrecherchieren. Wamba schloss jetzt schnell seinen Feldzug gegen die Basken ab, denn er hat gesehen, okay, die Zeit drängt, und marschierte jetzt zu Paulus, um diesen Aufstand schnell niederzuschlagen. Er eroberte Barcelona und rückte weiter bis zu den Pyrenäen vor, wo er dann Nîmes erobert hat, was der letzte befestigte Zufluchtsort der Aufständischen war. Das heißt, Wamba legte in knapp 1,5 Monaten rund 700 Kilometer zurück und brachte so seinen Feldzug erfolgreich zum Abschluss. Der Bischof Argebart von Narbonne konnte aber Wamba überreden, die Besiegten des Jambrale umzubringen. Stattdessen wurden 53 Anführer des Aufstandes vor Gericht gestellt, bei Anwesenheit von Hofbeamten und dem Heer wurden sie dann verurteilt. Zuerst wurden einige von ihnen zum Tode verurteilt, einige wurden exkommuniziert und natürlich wurde auch ihr Besitz eingezogen, wobei dann eben die Todesstrafe von Wamba gemildert wurde in seiner Barmherzigkeit. Stattdessen wurden sie nur geblendet. Wobei nicht ganz klar ist, ob dieser Befehl dann auch ausgeführt wurde. Was wir aber dafür wissen, ist, dass viele skalpiert wurden. Lebende? Ja, natürlich. Das war sozusagen die Leitversion der Hinrichtung. Ah, du darfst überleben, wir skalpieren nicht bloß. Ich habe gar nicht gewusst, dass man Lebende auch skalpieren kann. Ne, wahrscheinlich. Oh Gott, ich stelle es mir gerade vor. Schrecklich. Sehr grausame Zeiten. Und dann im Jahr 680 schied Wamba dann aus dem Königtum aus, wobei das auf eher ungewöhnliche Weise geschah. Die Chronik Alfons III., die aus dem Frankenreich stammte, berichtet nämlich Folgendes. In der Zeit des Chinderswind floh ein gewisser Adabastus vom Kaiser und nahm Zuflucht zum Westgotenreich. Der großherzige Chinderswind, also der mit der Schreckensherrschaft, gab ihm seine Nichte zur Frau und aus dieser Verbindung entspross ein gewisser Erwig. Erwig wurde am Hof aufgezogen und wurde später zum Komes ernannt, als er dann einen hinterhältigen Anschlag auf den König Wamba ausführte. Er gab ihm eine Pflanze, genannt Spartus, zu trinken und daraufhin fiel Wamba in einen komatösen Schlaf. Seine Hofleute fanden ihn und dachten jetzt, er wäre tot, und damit er aber nicht ohne Sakramente aus dem Leben scheiden soll, haben sie ihm die Beichte und die Penitenz gespendet. Und als der König sich dann aber erholt hatte und aufgewacht ist, erfuhr er, was passiert ist, und ging sogleich in ein Kloster und verbrachte dort den Rest seines Lebens als Mönch. Okay, also, was ist passiert? Normalerweise, zum Ende seines Lebens, vollzog man eben die öffentliche Buße, das war die Penitenz, und dann wurde man tonsiert, das heißt, man bekam den Kopf geschoren und man wechselte in ein Büßergewand und bekam jetzt ein Kreuz aus Asche über den Kopf gestreut. Das heißt, man wurde auf die Art und Weise in den Stand eines Geistlichen versetzt und musste in Keuschheit leben. Man durfte auch keine Ehe eingehen oder bestehende Ehen weiterführen und auch die Betätigung weltlicher und militärischer Geschäfte war jetzt untersagt. Das heißt, man war so für die Welt gestorben. Es hat eben ein großer Bußritus, um für deine Sünden zu büßen, damit du halt eine Chance aufs Himmelreich hast. Und weil ja das 6. Konzil von Toledo festgelegt hatte, dass Geistliche nicht König sein können, schied dadurch Wamba aus dem Amt. Und sein Nachfolger wurde, wenig überraschend, Erwig. Ein raffinierter Plan. Ja, ja, man sieht auch eine sehr elegante Methode, sich des Königs zu entledigen. Und unblutig. Also das war dann praktisch so eine Art Tradition. Das haben eigentlich alle Guten gemacht, die dachten, dass ihr Leben zu Ende geht. Also sich zum Kleriker zu Ich weiß nicht, wie verbreitet das war. Wobei ich würde nicht Goten sagen, sondern zu dem Zeitpunkt waren die Goten ja zum Beispiel katholisch. Das heißt, das war jetzt kein ethnischer Ritus, sondern eher dann katholisch. Also wenn, dann hat es dann auch die römischen, also romanische Bevölkerung mit betroffen. Ich weiß aber nicht, wie verbreitet es war, aber es gab zumindest dieses Ritual.
Die genauen Umstände der Geschichte sind aber jetzt unbekannt. Also die Erwähnung, dass Erwig aus der Familie Hinderswinds kam, gibt einen Hinweis darauf, aus welcher Ecke dieser Erwig jetzt kam. Und dann im Jahr 681 berief Erwig unter dem Vorsitz des Bischofs Julian ein Konzil in Toledo ein. Das war jetzt das zweite. Und dort ließ er dann natürlich seinen Thronwechsel absegnen. Dazu wurden Dokumente vorgelegt, in denen beteuert wurde, dass der Herrschaftswechsel friedlich vonstatten ging. Wamba unterschrieb eine Erklärung, in der er Erwig zum Nachfolger designierte, und Zeugen gaben an, dass Wamba die Sakramente ordnungsgemäß erhalten hatte. Das Konzil erkannte die Sache an und verpflichtete jetzt die Hofbeamten zur Treue gegenüber Erwig. Ob jetzt die vorgelegten Dokumente wirklich alle echt waren, bleibt dahingestellt. Der Kanon 2 des Konzils beschäftigte sich übrigens mit dem Sakrament der Pönitenz, ohne aber den Fall Wamba zu erwähnen, und erklärte, dass das Sakrament auch bei Bewusstlosigkeit gültig sei, ebenso wie er auch die Taufe gültig sei, auch wenn das Kind noch nicht verständigt, wer er ist, was passiert. Es ist auffällig, dass die Frage rein theologisch auf die Gültigkeit des Sakraments bezogen betrachtet wurde, ohne jetzt den Gesamtzusammenhang zu berücksichtigen und zu diskutieren, inwieweit eine solche Art der Absetzung überhaupt legitim sein kann. Wahrscheinlich hat Wamba nicht so ohne weiteres abdanken wollen, während deshalb seine Stürzer es nicht erst zur Diskussion kommen lassen wollten und den Gesamtzusammenhang der Frage der Pönitenz gezielt aus dem Konzil herausgehalten haben. Und gleichzeitig hat man ja, wie gesagt, Dokumente vorgelegt, die beweisen sollten, dass er alles friedlich und freiwillig ablief. Die Gründe für Wambas Absetzung sind aber schwer zu fassen. Also Erwig hat mit Sicherheit nicht alleine gehandelt, und wie die Chronik von Alfons III. Berichtet, gehörte er eben aus dem Kreis von Hinderswind, die offensichtlich ein Interesse am Sturz Wambas hatten. Wie die Kirche zu dem Ganzen stand, ist aber unklar. Also wir wissen aber, dass der Bischof Julian, der den Vorsitz über das Konzil hatte, schon vorher mit Erwig befreundet war. Und er erklärt sich auch ziemlich schnell bereit, Erwig zu salben und die Aktion auf dem Konzil abzusegnen. Aber einen Beweis, dass er bereits vorher eingeweiht war, haben wir nicht. Erwig wurde zum Adel und Kirche unterstützt, und vor allem Erstere war natürlich jetzt gegen die Politik Wambas, die offenbar auf eine Zentralisierung der Macht des Königs hingearbeitet hat. Ja, das heißt, Wamba wollte auch wieder die Macht des Königs zentralisieren. Als Wamba nämlich gegen Paulus gezogen ist, riet der Adel ihm von einem schnellen Angriff ab. Wamba war aber dagegen, und um jetzt die Mobilisierung seiner Truppen zu gewährleisten, hat Wamba jetzt ein Gesetz erlassen, dass alle Bischöfe und Kleriker und auch alle Laien mit ihren Gefolgschaften in einem Umkreis von 100 Kilometern vom feindlichen Einfall zum Heeresdienst verpflichtet hat. Denn es war so, der König hatte nicht ein riesiges eigenes Heer, sondern das Heer wurde immer lokal von den Eliten gestellt und dem König unterstellt. Da sieht man auch, wie schwach auch die militärische Macht des Königs war und wie stark der Adel. Und Wamba hat deswegen jetzt ein Gesetz erlassen, das sie verpflichtet, dem König zu folgen. Bei einem inneren Feind, also bei einem Aufstand, wenn sich ein Kleriker geweigert hatte, ihm zu helfen, musste er den entstandenen Schaden bezahlen von seinem eigenen Besitz. Hatte er das Geld nicht, wurde er verbannt. Für die Laien wiederum gab es die Strafe der Infamie. Das heißt, man verlor das Zeugnisrecht vor Gericht, was schon ziemlich krass ist. Und ihre Güter wurden natürlich zum Bezahlen des Schadens eingezogen. Beim Versagen der Gefolgschaft bei einem äußeren Feind wurden alle verbannt und ihr Besitz konfisziert. Angeblich verlor die halbe Bevölkerung das Zeugnisrecht, was mit Sicherheit große Übertreibung ist. Und diese Regelungen wurden dann eben vom 12. Konzil von Toledo, das eben Erwig einberufen hat, rückgängig gemacht. Und der Besitz der Aufständischen des Paulusaufstandes wurde restituiert. Zusätzlich gab Erwig dem Bischof von Toledo das Recht, alle Bischöfe des Reiches zu weihen. Vorher war es nämlich so,
das immer der zuständige Metropolitanbischof das Weiherrecht für seine Suffragane hatten. Na, ich hatte ja vorher erwähnt, der Unterschied Erzbischof, normaler Bischof, und normal hat eben der Erzbischof die Bischöfe geweiht. Und jetzt konnte das der Bischof von Toledo machen. Hier sieht man auch, dass Erwig sich wohl vor allem auf die Kirche stützen wollte. Und dann im nächsten Konzil, im Jahr 683, wurde dann sogar die Restituierung alles konfiszierten Besitzes auf die Zeit des Hinderswend ausgedehnt. Das heißt, auch all seine Konfiskationen wurden alle restituiert. Das heißt, dadurch profitierten nicht nur Erwigs Anhänger, sondern offensichtlich auch die Feinde Hinderswinds. Und gleichzeitig wurde der königliche Besitz dadurch sehr stark geschmälert. Denn man musste ja wieder ziemlich viel zurückgeben. Das heißt, der Adel, zu dem eben auch Anhänger Wambas gehörten, setzte sich hier gegen den König durch. Ferner wurde beschlossen, dass die Angehörigen des Palastadels und die Bischöfe ohne klaren Schuldbeweis nicht abgesetzt, verhaftet oder enteignet werden durften. Bei Anklagen wurde ein Gericht berufen, das sich aus Palastadeligen und Bischöfen zusammensetzte. Das heißt, nur Gleiche durften über Gleiche richten. Das heißt, dieser Personenkreis wurde auf diese Art rechtlich abgesondert und wurde auch gegenüber dem König noch unabhängiger. Und gerade mit diesem Dienstadel wollte eigentlich Hinderswind den Adel domestizieren. Jetzt hat sich aber dieser Dienstadel ebenfalls unabhängig gemacht vom König. Was jetzt auch nicht unbedingt die Idee war, zumindest bei Hinderswind. Und hier sieht man auch, dass Erwig letztendlich nur ein schwacher König war, der sich nach seiner illegitimen Erhebung nur mit großen Zugeständnissen an den Adel halten konnte. Und dann im Jahr 687 erwählte er seinen Schwiegersohn Egika zum Nachfolger und trat wie Wamba vor ihm über die Pönitenz vom Königtum zurück. Und später erfolgte dann die offizielle Wahl des designierten Nachfolgers. Und damit beschließen wir die heutige Folge. Ich habe nachgezählt. Wir haben diese Folge 86 Jahre zurückgelegt. Angefangen mit Juwa II. Hatten wir 12 Könige, wo ich jetzt Egika noch nicht mitgezählt habe, weil der ganz am Schluss kam. Und von diesen 12 Königen wurden 6 gestürzt. Davon wurden 3 ermordet. Und ein weiterer ist jetzt freiwillig abgetreten. Das heißt, nur 5 von 12 haben ihr Amt durch einen natürlichen Tod verlassen. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da wundert man sich nicht, dass das Westgotenreich so schnell zusammengebrochen ist dann im nächsten Jahrhundert. Die haben es einfach nicht geschafft, ein stabiles Königtum hinzukriegen. Okay. Wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkgeld da oder schreibt eine positive Rezension. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit dem Untergang des Westgotenreiches. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Also diese Entwicklung hin zum Feudalsystem, ist es dann spezifisch aus dem Westgotischen Reich oder hat man das in anderen Königreichen gesehen? Ich weiß es nicht. Also ich vermute mal, dass es bei den Franken auch schon gab. Also ein paar Ansätze gab es ja schon im Römischen Reich mit Schollenbindung teilweise oder den Zwang oder der Berufsbindung. Jetzt sieht man das im Westgotenreich mit der Lehensvergabe. Aber soweit ich mich erinnere, ist es im Frankenreich auch der Fall. Also es scheint eine überregionale Entwicklung zu sein. Das müssen wir dann im Detail anschauen, was der Faktor war. Aber dann ich bin mir sicher, dass in der nächsten Serie zu den Franken wird es mit Sicherheit auch wieder Thema sein.